Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kollegen! Dies ist nur ein Schritt auf dem langen Weg zur Reform der gemeinsamen Fischereipolitik. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin für den Bericht und bei unserem Koordinator für die effiziente Arbeit bedanken. Ich spreche mich für eine grundlegende Reform der gemeinsamen Fischereipolitik aus. Aber wenn der Mut dazu fehlt, ist es mir wichtig, dass das Prinzip der relativen Stabilität erhalten bleibt. Ferner möchte ich ausdrücklich auf das große Problem mit den gefräßigen Kormoranen und auf den vom Parlament bereits geforderten Managementplan hinweisen. Die Fischerei hat für unsere Küstenregion grundlegende wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung. Deswegen liegt mir bei der jetzt anstehenden Reform der gemeinsamen Fischereipolitik das Gleichgewicht zwischen der Ökonomie und der Ökologie besonders am Herzen. Danke. Yes.